What a beautiful view. I bet if I yelled really loud, it would echo back. So why not try it? You gotta do things like that while you're still young. When you get to be my age, it can get a little embarrassing. Yeah, all right, why not? Echo! Echo, 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 echo. Alvin? Alvin, 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 Alvin. And what you're doing now isn't embarrassing? A little, a little, a little, a little. Ach du heiliges Radieschen, hey. Ja, willkommen zurück hier beim Herr der Geister und seinen zwei Dorftrotteln, wie es aussieht. So, wir waren ja am letzten Part hier noch beim Waffen- und Objektladen zugegangen und haben hier ein bisschen upgraded. Jetzt will ich mal ein neues etwas kaufen. So, faules Eisen. Faules Eisen vor allem. Ja, bitte ausrüsten. Zack. Sonst hat er nichts mehr war. Ein paar Dinge hier und zwar Rabatten zu. Das ist ja schön. Skimitär. Königliche Klinge. Faustschutz. Oh Mann, oh Mann. Ja, so dazu. Jetzt Rüstungsladen. Was gibt's denn hier schönes? Kaufen. Lamellenschutz. Der hilft ihm, wie es aussieht. Ledermantel hilft ihr. Wobei, sitzt. Ja. Sehen wir gleich, wa? Was auch besser aussieht, wa? Ausrüsten. Gut. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Auf die Kohle, auf die Kohle. Ein Band. Gleichermaßen beliebt. Och, ist das süß. Ja, wieso eigentlich nicht? Zack, haben wir noch etwas Solamellenschutz für ihn. Also gleich das teuerste, wie es aussieht, wa? Okay, kriegt er eins, zack. Ausrüsten. Okay, hat sie ausgerüstet. Das hat er ausgerüstet. Dann kriegt er hier. Lederhelm macht nicht viel, wa? Figur wechseln bei ihm schon. Also bereits das, oder? Das ist vielleicht ein zweites Item. Wenn wir kurz, so wäre es, wa? Lederhelm. Wird alles nicht übermütig. Wie? Band runter? Achso, ja, verstehe schon. Sonst, was hat sie noch so? Bei ihm ist sie ja Downgrade, mit der Strickmütze. Tja, Lederhelm, genau. Und zwar für ihn jetzt noch einen, zack. Ausrüsten, bitteschön. So, ist aber langsam keine Kohle mehr, ist ja ganz toll. Sie haben es so ausgerüstet, aber irgendwie sieht man es noch nicht, wa? Ich meine, da ein schöner Ledermantel und so, sieht man es? Nö, sieht man natürlich nicht bei ihr. Naja, sowieso besser. Kopfschutz gegen Band? Die Frage war, was rüste ich jetzt auf? Ja, kommt es besser. Die haben den Eisenreif behalten, dann bei ihm, der hat hier noch ein Zubehör, was sowieso nichts will, gut. Lamellenschutz gegen. Nee, wird angegradet. Dann hier. Strickmütze gegen Lederhelm. Das ist jetzt die Frage. PVTG ist höher. Quatsch, natürlich jetzt niedriger, so herum. Dafür geht der AVTG höher. Nee, komm. Bringt zwar auch nichts. Gut. Dann habe ich noch bei Elvin noch etwas aber gesehen. Oder nicht? Irre ich mich gerade? Kann natürlich auch sein. Alles Eisen, ja, wäre alles schlechter. Strickmütze, sowieso. Nein, fast alles, egal. Das reicht jetzt. Leute, es geht weiter. Zu Midas Heimatdorf, von dem ich schon den Namen vergessen habe. Ich Trottel. Naja. Wollen übernachten, wa? Kann ich mal kurz überlegen, haben wir sonst was zum Gucken hier? Oder war das bereits alles? So, hier geht's ein neues Gebiet, alles klar. Hier oben, was gibt's denn hier noch Schönes? Hallo! Hör mir, gibt es nicht lange. Alles, was ihr hier seht, wurde von mir, der Bürgermeisterin und anderen Männern und Frauen unserer Generation erschaffen. Ja, 50 Jahre schon her, wa? Entschuldigung. Hemmel Wohnhaus. Servus, was gibt's? Bitte was? Prüfen? Was kann ich hier prüfen? Hier hatte ich was zum Prüfen. Napfel, eine rote Frucht, bekannt für die perfekte Ausgewogenheit von süßen und sauren Aromen. Und Hemmels Exportschlager. Napfel ist eine Kombination aus Apfel und Nektarine? Wegen süß und sauer. Verstehe ich nichts. Wie oft muss ich denn doch sagen, du hast bei der Hütte nichts verloren? Oh. Wie oft muss ich das noch sagen? Ja, verstanden. Ich möchte gerne mit dem anderen quatschen. Mit dem Jungen. Prüfen. Wildvogelei. Ja, gibt ein leckeres Spiegelei. Ich kenne die Dorfregeln, aber ich kann einfach nicht anders als neugierig zu sein. Tut mir leid, Mami.
Ja. Wie ist sie aus Digimon, wa? Na gut, er hat doch das Wappen des Wissens. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wo ist das eigentlich hin? Ah ja, genau da drunter. Mila, springen. Willst du wohl springen? Muss ich im Bürgermeisterhaus aus? Ja, ich wollte gerade springen mit ihr. Aber sie will nicht so wirklich. Naja. Welcher geht's auch rein? Das ist. Nee, nicht die, Bürgermeisterin. In dieser Stadt macht sich keine Mühe, Bild aufzuhängen. Die schöne Aussicht ist alles, was wir brauchen. Winkt da unten etwas? Hab's doch gerade im Augenwinkel gesehen. Da. Im Busch, Bestzündung. Im Busch, da ist der Bestzündung, im Busch, im Busch. Oh Mann, oh Mann, so ausruhen also. Hatten wir noch etwas? Nö, wir können rein. Hallo, Bürgermeisterin, so kurz abspeichern. Kann ja auch nie schaden. Geht sowieso ganz fix, oder? Komm schon, komm schon. 548 Kilobyte. Wow, das war früher noch ganz viele von seinen Disketten und so. Ja, das sind noch Zeiten. Und Zimmer ist bereit, wollt ihr auch hinlegen? Gerne. Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun, wa? Schöne Strecken und so. Ah, Mila, guten Morgen. Morning. What are you up to? Watching people. Okay. Say, Mila, can I ask you something? What's a Spyrex? Why were you trying to destroy that device in Fenmont? Spyrex technology is something humans were never meant to have. So, I must take it away from them. Why? That is none of your concern. So you don't trust me? That's not it. Look, if you saw a toddler playing with a knife, what would you do? I'd probably snatch it away. And what would be your reason? Because it's dangerous. The baby doesn't know how to use a knife. He could cut himself, or worse. There's your answer. What? But we're not babies. If we understand what we're dealing with, and if we see the dangers, we can learn how to use it safely. So you say. But to me, you're no different than infants. Ouch. I will do what I must to protect this world. If that means destroying the lens of Kresnik, so be it. It's my mission. I see. Don't worry, Jude. None of this will concern you once we reach Niakara. No, they said. What's going on? Hm. Don't seem we can't linger around here anymore. Nee, wäre glaube ich keine gute Idee. So they did follow us. I don't know, kid. They found us awfully fast, considering this isn't their home turf. Zu schnell für meinen Geschmack. Nee. Haben wir etwa einen Spion hier? Sprich, jemand, der uns verraten hat? Well, it's not like we can ask them about it. Let's go before they find us. There's an exit in the western part of town. That must be the way to the Kajara Sea Falls. Gute Idee. Also dann, wir hauen ab, weil ganz ehrlich, ups, Entschuldigung. Muss eigentlich den Kamera drehen, weil wenn da bereits die Wachen stehen und so, sind die echt da? Tatsächlich, okay, ist nicht ganz geheuer. Wir hauen ab. Tschüss. Ach du Scheibenkleister, was machen die bereits hier? Mann, oh Mann. Hatten sie echt jemanden von den Dorfbewohnern verraten? Was vielleicht sogar? Elvin, du warst, oder? Ich sehe sie doch an, ich sehe es dir an, Elvin, du warst es. Nicht? Okay, gut. Nee, natürlich nicht. Er ist ein Crewmitglied, das ist zwar Söldner, aber wir bezahlen ihn ja, von dem her muss er uns gehorchen. Na, ist so. Na, ganz toll.
The soldiers beat us here. Great. Now what? Na, gute Frage. We force our way through. Gute Antwort. Right and fast, before any more arrive. Und guter Einwand. So that's your plan? Just charge through? I thought I was hot-headed. Excuse me. Ah, das Mädchen aus dem Intro, die kennen doch auch. Könnte vielleicht neues Crewmitglied sein. Crewmitglied. Teammitglied, so. What are you doing? We're trying to figure out how to get past those soldiers. Way to cut to the chase. So, those people, they're in your way? Hey, what? Was zum drei Gottes Namen ist denn das für ein Viech? What in the world? How did you do that? What's going on here? Oh, ich bin der Verräter, wie geht's auch so? Child, you know you're never to leave the shed. Rashagal troops, curse you. How dare you come here? Okay, hab mich gejott. Huh? Where's she going? Wow, mit dem Hammer, hey. Which way did she go? Toward the square. What? No, she mustn't. You all must be outsiders. You should hurry and leave this place. Okay. I have no idea what just happened, but I ain't complaining. Things just got easier for us. Let's get out of here. Auf jeden. Was zum Henker war das gerade für ein Viech, ey? Okay, die Kleinen sehen wir bestimmt wieder, weil wie gesagt, die waren im Intro und wir vermutlich noch ein Teammitglied von uns werden, aber waren wir trotzdem, was war das für ein Viech bei ihr? WTF, so sprechen? Hey, ich verstecke nichts, ich schwöre es. Wer es glaubt? Wo geht es denn hier einklang, ein neues Gebiet oder ist das irgendwie eine Baustelle? Servus. Kann ich glauben, dass Fremde von den Mädchen erfahren haben? Ja, das könnte Ärger geben. Meint ihr uns oder meint ihr die Kleine? Wenn der Krieg zwischen Rashagul und Aushul in unserer kleinen Grenzstadt verflixen zugenäht. Ja, verstehe ich gut. Ich hätte nie gedacht, dass Rashaguls auch mehr in diesem Ort wie diesem sehen würde. Ach ja, eben die Kleinen müssen nun leiden, wa? War bei uns damals auch so. Zweiter Weltkrieg und so, die Schweizer. Na gut, wir waren zwei. Wir haben uns nicht dazu geäußert und so, haben gesagt, ja, mach dir bloß einen dämlichen Krieg, wenn er vorbei ist, dann werden wir auch schon sagen, ja, war alles scheiße und so, aber, ja. Wir waren halt trotzdem in der Mitte davon, wa? Weil Frankreich, Deutschland, Italien, hey, Österreich. The orange berries are ripe. You can make a nice liqueur out of these. Die waren ja dort, also damals nicht gerade die besten Freunde, wegen Allianzen und so, und naja, die Alliierten. Ja, ja. So, Bestendung, schön. Kann ich ins Haus noch rein und wie sieht's aus? Tatsächlich. Hier gibt's aber nicht viel, wie es aussieht. Naja, muss nicht unbedingt schlecht sein. Oh, geht's nach runter? Jetzt wird's spannend. Wow. Das war Spannung kaum zu überbieten, hey. Das war so spannend, hey, ich habe fast in die Hose gemacht. Ja, aber dazu war so. Speicherpunkt. Was sind die Bade, man? Ständig Speicherpunkte? Nee, komm, machen wir so. Sag einfach durch. Oh oh. Musik? Was bist denn du? Ein fahrender Händler? Natürlich. Ah, Hausierer. Ja. Objektladen, Waffenladen, Rüstungsladen. Ja, ist denn wieder was Neues, oder wie? Nee, komm, machen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Ein seltsames Mädchen. You know that girl we saw in Hamil? The one with the weird doll thing? What about her? You didn't think that was odd? You can't waste your energy on other people's business. All part of growing up, kid. But she was controlling that doll and shady people were chasing her. That doesn't bother you? Yeah, plenty of that going around. I mean, just look at ourselves. I think we have enough on our own plates. You really want more irregularities in life? Not that it's necessarily a bad thing, mind you.
No one's got a bigger helping of weird than Mila, and she doesn't seem to mind. Well, that's certainly true. Ja, für mich sah es eher so aus, als wäre das keine Puppe gewesen, ein lebendiges Viech, ganz ehrlich, aber gut, wenn es eine Puppe war, dann von mir aus. Oh, neue Gegner. Haben wir eine Chance gegen sie? Ja, versuch's mal. Servus. Bist du friedlich? Ich tendiere das mal als nein. Flinke Stute! Wow, ups, Entschuldigung. Ein bisschen was? Wow! Alter, dämliches Vieh, hey! So. Leben aber alle noch, von dem her sind die nicht ganz so stark, glaube ich mal, wa? Boom, boom! Aua! Windmagie! Wow, 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 jetzt reißt mir aber. Jetzt reißt mir aber endgültig. Dich schlitze ich auf, wie sonst was, ähnliches Vieh und Tschüssikowski. Okay, neue Gegnerart. Die waren ein bisschen stärker, wie es aussieht, denn sie gab mehr Erfahrungspunkte. Oh Mann, so, neuer Gegner, okay, schnell zutreten, alles klar, mir gemerkt. Denke zumindest mal, eine Truhe. 900 Gold, also Geldproblem haben wir, glaube ich, nicht, wa? Also Geldproblem, ja, Entschuldigung. Ackschnabel. Boom! Windmagie, zack. Und... Nein, Feuerring, geht doch. Das war ein bisschen anders geplant. Ach, es war eine Millisekunde zu spät, wa? Verdammt, hat mir keiner umgelegt. Na egal. Wow! Alter! Also, Schaden ist nicht übel, wa? Hä? Jetzt sind, glaube ich, genug Apfelgummi dabei. Okay, ich fürchte, wir müssen bald mal in den Laden gehen und Apfelgummi kaufen, wa? Egal. So, neue Viecher, müssen wir auch alle platt machen, wir brauchen Level-Ups. Versteht ihr schon, wa? Und da kommt wieder einer, der will auf die Schnauze haben. Und BÄM! Ja, kommen! Bam, booms, bams! Gimme-bim! Boom, bam, boom, bams! Zack, zack, zack! Und zack, zack! Wow! Nein! Wow, das war knapp, das war knapp! Water Magic! Sag immer Magic, ich weiß eine Art! Mann, da sieht halt so aus wie Magie! Oh yes! Schöne Federn! Dankeschön! So, nächster Streich folgt zugleich. Und da kommt schon wieder so ein dänischer Schnabelfieh und Feuerring! Kanonier, Kanonier, Kanonier! Flamering! Oh, man muss... Ah, wollen wir den anderen noch reinkriegen? Na, egal. Was macht der dritte da hinten? Wow, eine riesen Schildkröte, na klar! Aha! Moment mal kurz, Moment mal! Moment mal, dafür will ich jetzt meine Art nicht riskieren, das ist mir ein bisschen zu schade. Da finde ich viel zu schade, die Arte. Und Level Up für Mila. Gut, dann kriegen wir auch gleich ein Level Up. Machen wir mal das, ja, die WP-Verteilung gleich. Oh, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen. Ready for Take-Off Serienangriff. Zack. Ready for Take-Off. Boom. Also geht immer so schnell, ey. Das ist so krass. Just keeps getting better. Yes, man! Elvin hat's voll drauf! Das für Viecher? Servus? Im Pflanzenviech, ja, sehe ich auch! Das war verwandt mit Giflo? Mann! Ah, ich komme einfach nicht dazu, sind zu viel zu schnell! Viel zu schnell! Jetzt theoretisch, wa? Aua! Ganz große Reichweite, muss ich schon mal zugeben, aber es bringt auch nichts! Kriegst eine Dusche. Oh, ist ein Feuer. Zum Pflanzen, wie das freut sie ja. So. Das ist allerdings weniger. Ja, die Kommentare von denen sind mir wieder lustig. Yeah, Mann. Du hast voll drauf, Kumpel. Alter, wo geht's denn über noch lang? Mein lieber Scholli, hey. Das ist ja wohl der reinste Wahnsinn hier, wa? Hm, so. Wir sehen noch kurz die Punkte hier verteilen. Hier draußen hat sie bereits alle. Hm, wo gehe ich jetzt lang? Hier oben, was kann man eigentlich alles machen, wa? Drei Stein. Drei Projekte stehen aus Stein? Nee. Hm. Zauberschutz, bringe manchen Schäden, nimm du gleichzeitig. Okay, mach sowieso nie, oder vergesse ich sicher immer. Minder Schäden um 90%, wenn du zum perfekten Zeitpunkt abwehrst. Gibt nicht bei Autoabwehr. Hm.
Das könnte allerdings noch was werden. Okay, machen wir hier drüben mal. Zack, aktivieren. Gut, hier hinten noch. Zack, und wir haben die Abwehr aktiviert. Blitzabwehr. Sehr schön, geht's direkt mal hier rüber. Zack. Unsere Wertkantikanten erschlossen, war. Solider Schutz und TP-Kombo-Hilfe. Das Aktivfähigkeiten oder wie sieht's aus? FP-Kosten steht da zwar, solider Schutz, alles klar. Kommt gleich dazu. Bei Jude. Wo gehe ich mit ihm durch? Er hat ja Blitzabwehr, wa? Er soll nicht abwehren, er soll vor allem angreifen, deswegen wollte ich ja hier rüber, wa? Zack. Yes, man. Ausdauer Cerberus-Schlag. Nehmen ganz kurz den hier. Und noch den für zwei weitere Fähigkeiten. Tippe gewinn, Kappe gewinn. Alles klaro. Was machst du, Kumpel? Du bist schon ziemlich gut unterwegs hier, wa? Kannst auch den mal noch machen. Damit es ein bisschen besser aussieht. Kurz gewinnen, alles klar. Kennen wir ja auch leider. Den nochmal kurz. Und den Knotenpunkt. Kappe gewinnen und Schutzfeld. Sehr schön. So, Fertigkeiten bei Mila. Also ein paar mehr, wie es aussieht, war solider Schutz. Aber es kann nichts mehr ausrüsten. Ist ja super. So war bis zu 3 AZ. Doch Rückwärtsschritt mache ich sowieso selten. Also nehme ich den mal raus. TP gewinnen. Bei ihm ist immer ein Feind 2% TP. Das ist sowieso nie verkehrt. Mit der Herstellung aller Kappe. Ja, den behalte ich mal. TP gewinnen. Mehr als weniger TP. Ne, kann ich nehmen mal weg, weil 2% TP ist sowieso viel zu wenig. Nehmen mal das hier und das hier. Hey, neue TPs, wa? Cool. Er hat hier eine neue Ausdauerfähigkeit. Geil, für Kombi. 10%, mein lieber Scholli. Einmal so übel. Er hat hier, alter Schwede, er derpelt so viel. Okay, da muss man überlegen. Minderschäden bei der Abwehr haben 50%. Der ist eigentlich gut. Zauberschutz. Gleichzeitig. Ich weiß, ob er das überhaupt macht, von dem her. Gut, er spielt sowieso immer aus Mila, von dem nehmen wir den auch mal weg, den AZ, weil AZ Maximum 1 ist jetzt nicht so viel. Aber zumindest, dann nehmen wir jetzt den mal weg, wie gesagt. Level wieder Herstellung, zack, den noch rein und das war's das erste, wa? Yep. Das war's fürs erste hier. Dann würde man sagen, auch mal das erste hier fürs Spiel, für den Part. Ja, so schnell kann es gehen. Es ist wieder mal Zeit, den Part zu beenden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Xillia, wenn dann Richtung, naja, immer noch Richtung Dorf gehen, wa? Nach Nyakera. Oh, man hat das Gefühl, das könnte noch ein Weilchen dauern. Aber das Spiel macht Spaß, das Spiel ist super, das Spiel ist cool. Und so geht's hoffentlich auch weiter dann im nächsten Part. Ciao zusammen!